Ladies and gentlemen, back. Es geht wieder auf den Chulvinov Trail. Dritten freien Training. Da mal fertig werden. Ja, wir können uns noch keine verbessern. Dann zum nächsten. Ja, wir haben noch das Qualifying-Programm vor uns. Ressourcepunkte kriegen und erst im zweiten Sektor noch eine schnelle Runde fahren. Jeweils 5 Ressourcenpunkte. Ja, ich hätte gesagt, wir fangen mit dem Qualifying-Thema jetzt mal an. Schauen wir, ob wir da 2 anderen Teamaufgaben auch noch schaffen. Das Wetter deutlich schöner als in den ersten beiden Trainings. Soll auch im Qualifying so ein Wetter sein und im Rennen dann bewölkt. Allerdings kein Regen im Rennen erwartet. Schöneren Grip bei dem Wetter. Nur rumhantieren mit Gas. Kann relativ gut aus den Kurven raus beschleunigen. Geschafft. Gebremst. Macht aber nichts. Fantastische Runde, damit haben wir unsere sekundäre Zielzeit geschlagen. 13 ist schneller als wir uns vor. Wir haben Qualifying wahrscheinlich Platz 5. Beim Sektor fehlt uns jetzt eine halbe Sekunde auf die Delta-Zeit. Wahnsinn, was die Ultrasoft im Vergleich zum Regen ausmacht. 1,29 habe ich mit Intermediate gefahren. Zweiten Runde klar. Gerade mit dem Fehler am Schluss, wenn wir auf 25 landet. War ich wieder nicht dran. Ob ich das denke. Die Runde zu Ende und dann haben wir das Qualifying Session, die Qualifying Programm. Kann man eigentlich schon fast zum Qualifying springen. Bringen wir das auch noch in die Folge mit rein.
abgeschlossen. Ich dachte, das war das. Nein, der Turret. Eine ganz gute Zeit. Jetzt. Versoft. Einen hin und lassen den Guterres. Massa auch noch. Massa wird noch vorbeiziehen wahrscheinlich. Da haben wir alle Ressourcenpunkte gesammelt. 12. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Rosberg und Sebastian. Das ist ein Punkt. Ziele fürs Go. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. 20. oder besser? Barmer oder Hariando? Dass wir das schaffen. Die Ressourcen. 400 fast stehen. Vielleicht nochmal beim nächsten, nach dem nächsten Rennwochenende Motor-Update oder so. Oder mal schauen, wie viele Ressourcen. Das sollte dann schon das nächste sein. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Quali. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aus dieser Session rauszukommen. Mein Setup anschauen. Weil der noch gleich ist. Lass mal so. Die Runde starten. Machen wir nochmal sauber voll. Das Wetter. Ja, das ist jetzt die erste Zeit. Oh shit, da weit verloren. Du bist auf P3 vorgefahren. Aber vor Guterres. Was ist noch drin? Ja.
oder anderen Stelle haben wir doch etwas Zeit für. Ja, da fahren wir in die Box und setzen zum Plus noch einen Angriff. Mein Setup ist echt. Bett voll. Seit Mann, ja, jetzt 17, wir müssen besser. Zum ersten Mal gleich. Ah. 16 müssen wir. 3 Zehntel müssen wir da noch raus. Kann man mal zwei Runden über die Zeit bringen. Nein, werden wir nicht machen. Doch, schaffen wir die und noch eine. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir reifen dich über jegliche Wetterwechsel auf. Noch eine brauchen wir. Kurve gut angebremst, die erste. Das war jetzt im Wald wieder was verloren. Bessere Zeit. P15 im Grid, du bist jetzt auf P15. Dann wäre schon mal. Gehen wir hier vorne mal was. Ah. Zurück in die Garage, ja gut. Also, der Versuch ist fehlgeschlagen. Ich wollte jetzt mal im vierten Gang durchfahren. Gott sei Dank sind wir nur so eingeschlagen, sonst nicht die Aufhängung gerissen ist. Wir sind nämlich als 16er. Unsere drei Ziele erreicht. Sind in 2 gekommen. Wenn man nur als 16er starten. 4 Plätze weiter vorne als erhofft. 6 Autos hinter uns.
Was? Muss aufpassen, dass wir nicht zu viel riskieren. Aber da freue ich mich aufs Rennen, anders als in Monaco. Ich dachte, da kann man vielleicht mit dem vierten Gang durch, aber da kommst du nicht hin. Machen wir noch einen Frontflügel hin. Echt sein Abrutschen. Gerade wieder auf die Schluss raus. Jetzt nochmal in den Angriff. Vereins herum. Ausgeht. Nummer 16 der Wand. Auch in Ordnung. Rosberg kommt direkt vor uns raus. Bessern uns auf 1.16.4. Dann der Platz. Ist, dass die armen Jungs dann Aufhängung reparieren müssen. Na, nicht neu starten. Wir haben eine ganz gute Position. Zeit rausgepasst. So, jetzt nochmal 2 Zehntel schneller geworden, aber mein Gott, jetzt, ich kann es auch nicht einfach neu starten. Auch wenn ich das schon öfters gemacht habe, jetzt in Rennen und so. Haben es sogar geschafft, dabei zu bleiben. Hülkenberg hat uns bei Zeit nicht geschlagen. Ja, dann fahre ich wieder.